Es bleibt bei dem negativen Bild für die Indizes. Wir sehen hier den S&P 500 hier als Future, der Märzkontrakt. Und dann sehen wir, wir sind nach oben immer noch nur dreiwellig unterwegs. Ihr kennt mein altes Credo, ich weiß. Ich wiederhole mich immer, mir tut das immer so leid. Einerseits denke ich immer, die denken ja auch, Mensch, der erzählt jeden Tag den gleichen Bock Mist. Aber so ist es nun mal an den Märkten. Wir haben die ganz starke Bewegungsrichtung nach unten. Wir sind nach oben hier wackelig eben entsprechend unterwegs. Und deshalb ist die Fortsetzung nach unten eben sehr, sehr realistisch möglich. Der Nasdaq, der hat das gerade eben schon angefangen hier. Er hat das letzte Zwischentief hier, mal gucken, ob ich das noch hinkriege, schon angepinnt und das sogar auf einer dynamischen Art und Weise und dementsprechend genau dieses Bild auch nochmal bestätigt. Aber es bleibt, wie gesagt, nicht beim Nasdaq alleine. Auch der S&P schickt sich an, hier die Abwärtsseite zu spielen. Also ein mögliches Startszenario für die Abwärtsseite auch beim S&P 500 und auch der Dow Jones ist so richtig toll nach oben nicht unterwegs. Wir sind noch nicht auf Triggerhöhe, aber wenn der Markt hier durchgeht, dann sind sämtliche Ambitionen nach oben eigentlich Geschichte. Und wenn ich mir das hier so angucke, gehen wir mal nicht auf Minute unbedingt, gehen wir mal auf den 15-Minuten-Chart, dann sehen wir, es bis dahin hätte man vielleicht noch sagen können, ja gut, gib ihm eine gewisse Chance. Aber wir sehen schon, ja, der Rücksetzer, er geht hier unter das da drunter, das ist schon mal kein ein erstes schlechtes Zeichen oder ein gutes Zeichen eben für die Shortseite. Und spätestens hier ist eigentlich dann nichts mehr zu retten in der Geschichte. Ja, das klingt doch einfach. Dann wissen wir jetzt, wo wir Short gehen sollen. Er sagt doch immer hier Trigger. Ja, und da kommen wir jetzt an einen nicht ganz unheiklen Punkt. Denn, yep, ich bin der Meinung, das ist an sich eine Bestätigung für die Shortseite und Short ist dann die richtige Richtung. Aber ist das gleichzeitig ein guter Trade? Da habe ich so ein bisschen meine Sorge und denke eher nein. Warum das denn jetzt? Du sagst doch immer richtig. Aber für mich ist ja immer, dass diese Strecke sich doch, oh, das zeichnen wir nochmal schicker hier mit so einer blauen Linie, kommt, das machen wir nochmal richtig hier. Also für mich gilt doch immer, dass das, was hier ist, sich nach der Korrektur nochmal fortsetzt. Aber das gilt ja nicht immer. Das gilt dann für die erste Bewegung. Für die zweite Bewegung und dann die dritte, die ist dann so wie die erste in etwa, vielleicht sogar länger, aber zumindest mal so wie die erste. So ist der Tenor der Geschichte. Aber wir haben eine andere Situation hier, denn das ist nicht die erste Bewegung hier runter. Ihr seht, wir hatten hier vorne schon mal was, dann hatten wir hier eine Korrektur, manche würden sagen eine Seitwärtskorrektur, jetzt haben wir hier eine scharfe Korrektur. Ich rechne weiterhin mit abwärts, aber eben nur mit einer fünften Welle. Jetzt müssen wir uns das nochmal kurz angucken, hier in unserem impulsiven Verlaufsmuster. Im Prinzip, das war der erste Teil. Das war die Seitwärtskorrektur, die ich erwähnt habe. Das war die lange Abwärtsbewegung. Die aktuelle Korrektur. Und ja, ich rechne nochmal mit einer Fortsetzung. Aber wir müssen damit rechnen, dass die eben nicht so weit läuft. Ja, wir können ganz grob jetzt, ich will da jetzt keine Raketenwissenschaft draus machen, aber man kann gucken in etwa, wie weit die fünfte zur dritten läuft. Dann sehen wir, also 100% kann die laufen. Da unten sieht man vielleicht noch die 100% ganz klein. Also am rechten Rand hier der roten Fläche. Also würde man sagen, es kann sein, ja, es ist absolut realistisch, aber es ist halt wahrscheinlicher, dass er irgendwo sich hier aufhält. Das heißt, vielleicht nur 70%, vielleicht nur 60, vielleicht auch 80% läuft, aber eben nicht 100. Das heißt, wenn ich hier auf die Short-Seite setze, darf ich nicht den Fehler machen und sagen, ah, das Gleiche, was ich hier habe, kriege ich da hinten nochmal, sondern ich muss von verkürzten Zielen ausgehen. Also dafür gibt es also die Größenordnung jetzt, die vielleicht da relevant ist. Wir können uns mal ganz grob merken, inwieweit das Ganze oder mal aufzeichnen, wie weit das Ganze jetzt läuft. Die erste Bewegungsrichtung hier einfach nochmal anzeichnen, das wäre eine Möglichkeit. Dann haben wir die 1 zu 1 Relation, das heißt, die ist genauso groß wie die, jetzt schon erreicht, ist aber nicht sehr typisch, weil damit hätten wir nicht mal dieses Tief hier durchstoßen. Und ich sage mal, das ist sozusagen die Mindestvoraussetzung für die fünfte Welle. Es gibt zwar verkürzte, aber die sind nicht so sehr wahrscheinlich. Also können wir das im Moment mal außen vor lassen. Dann können wir natürlich auch messen, die gesamte, also nicht nur die erste, sondern die gesamte Abwärtsbewegung von dort ausgehend und dann hier hinlegen. Und dann kommen wir hier auch mit einer 38-20er Projektion nicht mal unter dieses Tief. Also die können wir auch schon ausklinken. Aber wir sehen, dann liegt so ungefähr ein Bereich in etwa bei 37,55. Das ist jetzt mal die Mitte dieser beiden Linien. Die liegen zwischen Paaren 50 und 61 so in der Richtung. Also ich sage mal ganz grob, so 57 ist die Hälfte, 56, das so in der Richtung.
Man kann auch dazu noch sowas wie die Extensions mit dazu holen. Mal gucken, ob die auch noch irgendwo clustern. Und sehen wir, die 127.20 ist 107, ist 3721. Ihr seht also, in etwa in dieser Zone hier, in diesem Bereich, das wäre ein mögliches Tief, ja, also womit wir rechnen können, dass das eben da eine gewisse Zielmarke für diese Bewegung angeht. Es gibt extendierte Wellen, die also noch weiter laufen. Das gibt es. Also nicht da verzagen im Sinne von, das kann nicht sein. Doch, doch, das geht ohne weiteres. Aber wir müssen damit rechnen und dementsprechend ist das für mich kein so ein schöner Einstieg hier, weil das Chance-Risiko-Verhältnis für die Bewegung mir einfach zu klein ist. Ihr wisst, der Stop hier oben drüber, beziehungsweise die 78er-Marke. So, ich will es jetzt nicht so lang machen. Das ist dann eher was ins Detail gehendes, etwas, was ich typischerweise in Born for Trading anspreche. Meldet euch da an. Tipp aber, und das ist etwas, was wir jetzt gleich am Chart uns ein bisschen genauer nochmal vorhalten oder uns anschauen, ist, bekommen wir jetzt hier auf der kleineren Ebene was Wackeliges hoch, dann haben wir ja die Erwartungshaltung, dass es nach unten geht. Wir haben dann einen vermutlich relativ engen Stop und eine Zielweite, die mindestens die 1:1 Projektion, vielleicht aber eben in dem von mir genannten Bereich so um die 37, also 3760, nicht, dass ihr jetzt in Panik geratet, 3760 in etwa daran reicht. So, das Gleiche könnt ihr jetzt für die anderen Indizes mal selber ausprobieren. Guckt euch das Video notfalls zweimal an, wenn es nicht zu langweilig war. Einfach für das Verfahren. Euch jetzt alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.